Hallo, mein Name ist Philipp Metzler. Ich bin Vorstand und Studienleiter der Point Alpha Stiftung und möchte euch ganz herzlich willkommen heißen zu einem weiteren Türchen in unserem Adventskalender. Wir befinden uns heute am Grenzlehrpfad von Point Alpha, hier auch nochmal verewigt in dem Buch von Wilhelm Ritz, der sich mit den verschiedenen Stationen des Grenzlehrpfads auseinandergesetzt hat. Der Grenzlehrpfad handelt von verschiedenen Punkten, die durch die SED-Diktatur und durch die innerdeutsche Grenze beeinflusst worden sind. Beispielsweise die Buchenmühle oder hier auch rechts hinter mir der Bahnhof Wenigentaft. Ich möchte nun direkt starten mit euch an der ersten Station des Grenzlehrpfads und bitte euch, mir zu folgen. So, mit diesem kurzen Schritt befinden wir uns direkt an der ersten Station unseres Grenzlehrpfads, hier in Wenigentaft. Wenigentaft, ein eher kleinerer Ort hier an der thüringisch-hessischen Grenze, war trotzdem infrastrukturell angebunden. Beispielsweise über die Ulstertalbahn, die unter anderem dafür sorgen sollte, dass Personen hier aus der Rhön direkt zu den Kali-Revieren im Werratal kommen sollten. Der Bahnhof, der hier direkt zu meiner Rechten vor mir liegt, war als Teil der Ulstertalbahn eingebunden und ist dann später durch die Schaffung der besonderen Ordnung an der Demarkationslinie in 1952 direkt vom System abgekoppelt worden. Warum? Die Ulstertalbahn hat mehrmals die thüringisch-hessische Grenze überschritten und dadurch war es natürlich für die SED-Diktatur ein großes Problem, dass es hier noch Gleise gab, um möglicherweise auf die andere Seite hinüberzukommen. Von diesem Startpunkt unseres Grenzlehrpfads möchte ich euch nun mitnehmen an verschiedene weitere Stationen, die wir uns gemeinsam anschauen können. Und ich hoffe, ihr folgt mir noch. Hinter mir seht ihr verschiedene Schilder des Biosphärenreservats Rhön. Das Biosphärenreservat Rhön weist hier nochmal auf verschiedene Ausflugsmöglichkeiten entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze hin, beispielsweise unser Grenzlehrpfad, aber natürlich auch andere Wander- und Radwege. So könnt ihr eindeutig sehen, dass auch hier in verschiedener Art und Weise an diese ehemaligen Stellen oder an die aktuellen Stellen erinnert wird, die durch die SED-Diktatur und den Kalten Krieg beeinflusst worden sind. Ja, wir befinden uns hier an einer weiteren spannenden Stelle unseres Grenzlehrpfads und zwar an der ehemaligen Dampfziegelei Wenigentaft. Wie Jan schon in einem vorigen Video gesagt hat, wir sehen hier, dass ihr im Endeffekt nichts mehr sehen könnt. Die Dampfziegelei existiert nicht mehr. Sie war eigentlich seit Anfang des 20. Jahrhunderts hier gestanden und sie hatte eine besondere Charakteristik, denn sie bekam den Lehm direkt aus Mansbach, also von der hessischen Seite, und stand in Wenigentaft, also auf der thüringischen Seite. Dies war nach der Grenzabriegelung 1952 durch die DDR nicht mehr einfach so möglich und so kann man ganz einfach und schlicht sagen, ging die Dampfziegelei kaputt. Im Endeffekt hat sich hier die Natur alles wieder zurückgeholt und von der Dampfziegelei sind keine Spuren mehr zu finden. Wir befinden uns nun noch immer in Wenigentaft und zwar direkt am Wenigentafter Friedhof. Dieser steht in unmittelbarer Nähe der hessisch-thüringischen Grenze und somit auch in der Zeit der deutschen Teilung direkt an der Staatsgrenze der DDR und der Bundesrepublik. Das führte dazu, dass man vom Wenigentafter Friedhof aus auch die Grenzinstallation der DDR praktisch direkt vor der Nase hatte. Das bedeutete einen Beobachtungsturm 11 und natürlich auch den Streckmetallzaun. Lassen wir nun unseren Blick weiter schweifen, so sehen wir noch weitere Stationen des Grenzlehrpfads von Point Alpha. So beispielsweise mir direkt gegenüber der Standorfsberg. Und könnte man hier durch den Wald in das Tal schauen, würde man auch die Buchenmühle sehen.
Ein Teil der Buchenmühle wurde durch die DDR auch geschleift. Ich bedanke mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit und möchte sagen, dass wir natürlich noch viel mehr Stationen auf dem Grenzlehrpfad haben, die ich heute nicht mit euch allen durchgehen möchte, aber die ihr vielleicht in unserem Adventskalender an verschiedener Stelle noch sehen könnt oder wenn ihr direkt zu uns kommt. Ich gehe nun in mein warmes Büro und wünsche euch eine schöne Zeit.